Dresden. Die Polizeihauptmeister Carsten Ulbricht und Andreas Hofmann von der Dresdner Fahrradstaffel sind auf ihren E-Bikes unterwegs zur Verkehrskontrolle in der Innenstadt. Die Zahl der bei Verkehrsunfällen tödlich verunglückten Menschen hat in Sachsen im ersten Quartal 2019 stark zugenommen. Hansastraße, Eisenbahnstraße, das ist ein Schwerpunktkreuzung, wo viel bei Rot gefahren wird an der Ampel. Ein weiterer Kollege ist bereits vor Ort. Die Polizisten arbeiten heute zum Teil verdeckt. An dieser Stelle haben wir einen Kollegen, der von der anderen Richtung mit der Videokamera filmt, sowohl die Kraftfahrzeuge filmt, diese Ampel, die da über diese zwei Fahrspuren sich befindet, als auch die Lichtzeichenanlage für die Fußgänger und Radfahrer. Für die Verkehrsteilnehmer ist Polizeiobermeister Steffen Marnecke nicht zu sehen. Und hier wird versteckt gefilmt, damit wir nicht gleich erkannt werden. Und wir die Fahrzeuge dann quasi mit dem Videomaterial, was wir hier bei Gelb, Rot, bei den Phasen aufnehmen, dann im Nachgang für die Beweissicherung dann auch vor Gericht verwerten können und die Fahrradfahrer bzw. die Fahrzeugführer dann vor Gericht auch beweisverwertbar überführen können. Die nächste Rotphase. Steffen Marnecke nimmt auf. Rot, der Mini. Mini. Bei Rot, linke Fahrbahn. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Verkehrspolizei, Hofmann mein Name. Wir führen eine Verkehrsrolle durch. Ich hätte gerne mal einen Führerschein und die Zulassung. Dann bräuchte ich noch einen Ausweis. Mal bitte die Zulassung aus der Hülle rausnehmen. Danke. Okay. Führerschein wäre noch wichtig. Ja, wunderbar, alles da. Dankeschön. Die Frau. Grund des Anhaltens, wir führen eine Überwachung der Lichtzeichenanlage an der Eisenbahnstraße durch. Das ist vor der Eisenbahnunterführung, die Ampel. Da haben wir einen Kollegen stehen, einen Zeugen, der uns mitteilte, dass sie nicht bei Rot an der Haltlinie angehalten haben, wie es vorgeschrieben ist. Sie müssen sich dazu nicht äußern, es ist eine Ordnungswidrigkeit, es steht Ihnen frei, sich dazu zu äußern. Sie müssen sich vor allen Dingen nicht selbst belasten. Wollen Sie was dazu sagen? Für mich war es noch gelb, aber gut, okay. Ich sage nichts dazu. Wir würden dazu eine Anzeige fertigen. Geht an die Bußgeldbehörde Dresden. Ja, von der erhalten Sie dann innerhalb der nächsten drei Monate einen Bußgeldbescheid. Da wird der Vorwurf nochmal genauer beschrieben. Mit Erhalt des Bescheides haben Sie die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen bzw. sich schriftlich zu äußern oder Beweismittel zu beantragen. Beweismittel wäre hier ein Video. Der Kollege hat dazu eine Videokamera eingeschalten. Es gibt also eine Videosequenz von dem Verstoß. Ja? Okay. Gut, erstmal soweit verstanden. Ja? Verstanden. Okay, alles klar. Ich gehe mal die Daten aufnehmen. Zu 90% der Fälle hören wir ja von den Betroffenen, wenn wir ihnen dann den Vorwurf machen, können sie das gar nicht erklären. Sie haben noch gelb gesehen. Ne? Also wie es halt öfters so ist, wird halt gefahren. Ne? Also das Gelblicht wird halt eben noch mit genutzt, ne? Die Gelbphase. Und wenn man denen dann erklärt, ja, also wie es eigentlich wirklich die Rechtslage ist und was das Gesetz vorschreibt, wie man eigentlich fahren sollte, dann ist man immer erstaunt. Und wenn man dann eben noch sagt, dass es schon rot war, sind viele dann schon ein bisschen verdutzt. Daher ist dieses Video auch eine ganz gute Sache für die Betroffenen, weil die können sich das im Nachhinein ihren eigenen Verstoß sich nochmal anschauen und dann feststellen, okay, es war ja wirklich rot. Das wäre der einfache Verstoß, sagen wir jetzt so, weil wenn es dann zum Beispiel rot über eine Sekunde ist, was ja jetzt der Kollege uns auch nicht durchgegeben hat, wären das 200 Euro und dann dementsprechend auch mal einen Monat Fahrverbot. Ja? Aber seien Sie jetzt ganz entspannt. Im Moment ist es so, dass er uns den einfachen Rotlichtverstoß durchgegeben hat. Das heißt eben diese 90 Euro und dann die Auslagen der Bußgeldstelle. Sie schauen sich dann in der Bußgeldstelle nochmal an und entscheiden. Muss ich das nicht? Sie müssen nicht, es ist kein Muss, ja. Aber wie gesagt, wenn Sie sagen, okay, es war gelb, geben wir ja die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Und dann entscheiden Sie, ob Sie sagen, okay, ich bezahle jetzt das Bußgeld oder ich nehme mir einen Anwalt, der das Ganze überprüft. Ganz legitim und überhaupt nicht. Schlimm. Gut. Aber Sie sind
Sie sind ja nicht der Einzige hier. Ne? Ja, nee. Es ist viel Verkehr und da kann auch viel passieren. Ja. Gut. Der Kollege kommt gleich wieder zu Ihnen und dann können Sie weiterfahren. Also hier an der Stelle ist ja die Lichtzeichenanlage, die ist ja nicht bloß seitlich angebracht, sondern auch mehrfach oben. Und es ist so, dass die Fahrzeugführer natürlich von Weitem schauen, ja, und meistens die oben sehen und dann kurz vor der Kreuzung schauen sie einfach nicht nochmal auf die Lichtzeichenanlage. Hier ist es relativ viel Verkehr und wenn da ein Unfall passiert, dann staut sich das in ganz Dresden. Ne? So, Frau S***. Zulassung? Ja. Führerschein? Und der Ausweis. Haben Sie noch Fragen dazu? Gut, okay. Dann werden die Maßnahmen hier vor Ort abgeschlossen. Sie bekommen dann, wie gesagt, den Bescheid zu Ihnen nach Hause geschickt. Ne? Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Fahrt. Ja? Wiedersehen. Die Fahrerin erhält in den nächsten Wochen Post von der Bußgeldstelle. Rot, ein Passat Fließheck in der linken Spur bei Rot. Dreht bei mir noch wieder als letzter Link. Unser Kameramann und der Zeuge hat eben gerade einen Passat gefilmt, der bei Rot gefahren ist, an der Eisenbahnstraße. Und der wird jetzt durch unseren Kollegen angehalten und in die Kontrollstelle eingewiesen. Also wird jetzt im Moment hier ankommen. Jetzt geht weiter, du müsstest mich auch sehen. Ja, ich sehe dich. Ja, Meißenrennung. Und der Passat, da ist die Hauptuntersuchung abgelaufen, ganz extrem. Schönen guten Morgen. Hofmann, Verkehrspolizei Dresden, mal bitte den Motor abstellen. Guck mal bitte den Führerschein und die Zulassung. Können Sie es bitte mal rausnehmen aus der Hülle, die Zulassung? Ja. Mhm. Und dann wieder Stopp, oder? Ja, super. Kein Problem. So, Führerschein bräuchte ich noch. Okay, danke schön. Herr M., wir führen eine Überwachung der Lichtzeichenanlage an der Eisenbahnstraße, Hansastraße durch. Wir haben einen Kollegen dort stehen, der hat Sie gefilmt, wie Sie bei Rot gefahren sind, also nicht bei Rot angehalten haben an der Haltlinie. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich vor Ort zu äußern, müssen es aber nicht, steht Ihnen natürlich frei, sich dazu zu äußern. Sie müssen sich vor allem nicht selbst belasten. Wollen Sie was dazu sagen? Ich habe das gerade direkt gewusst. Sie wissen aber, um welche Ampel es geht, ja? Jetzt hier vor der Eisenbahnunterführung, die Eisenbahnstraße, die Einbindung, die von rechts rauskommt, ja. Da haben Sie eine Lichtzeichenanlage davor. Das stimmt, ja. Ja? Also das haben, die haben Sie wahrgenommen, aber Sie können sich nicht mehr erinnern, was für eine Farbe das war. Gut, Sie müssen sich jetzt, wie gesagt, nicht also, dazu äußern. Richtig, habe ich im Blickwinkel gelb gesehen, aber ich habe kein Rot gesehen. Sie haben kein Rot gesehen, gut. Okay, wir haben dazu ein Video angefertigt, das heißt, der Zeuge, der das gesehen hat, der hat eine Videokamera, die er dann einschaltet in dem Moment. Und das wird natürlich als Beweismittel in das Verfahren mit einfließen. Ja. Wir würden jetzt mal vorerst hier vor Ort die Daten aufnehmen. Das Ganze geht an die Bußgeldbehörde Dresden. Ja. Die fertigt dazu ein Bußgeldbescheid, wird ein Bußgeldverfahren gegen Sie eröffnet. Den bekommen Sie dann zugeschickt. Mit Erhalt des Bescheides haben Sie dann die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen bzw. Beweismittel zu beantragen und sich schriftlich dazu zu äußern. Ja. Ich sehe gerade hier in der Zulassung, die Hauptuntersuchung war fällig im April. Das war letzte Woche mal aufgenommen worden, da habe ich schon einen Termin. Wie, aufgenommen? Sie wurden schon mal von der Polizei angehalten, oder? Genau. Haben Sie schon Mängel? Sie haben schon Mängelzettel. Haben Sie schon einen Mängelzettel bekommen? Ja. Letzte Woche, ja? Ja? Gut, und das ist eine Arbeit. Sie haben einen Termin. Das ist Arbeit, genau. Okay, da brauchen wir es also nicht nochmal. So, vom Zeitraum ganz schön. Hier haben wir die Hauptuntersuchung, wäre im April 19 fällig gewesen. Aber er wurde deswegen schon mal angehalten von unseren Kollegen, hat auch Bußgeld bezahlen müssen, Verwarngeld und hat auch einen Mängelzettel bekommen. Das ist so eine, sag mal so eine Erinnerung oder eine Hausaufgabe für ihn. Er hat dann 7 Tage Zeit, innerhalb der 7 Tage muss er den Mangel abstellen. Also der Kollege, der sagte uns, dass es jetzt der einfache Verstoß war, also diese 90 Euro. Und,
Das Ganze geht dann zur Bußgeldstelle Dresden und von dort bekommt er Bescheid. Da kann er sich das Video anschauen und hat dann auch die Möglichkeit, dementsprechend dann die Einspruch zu erheben. Also ich habe es jetzt wirklich nie aktiv mitbekommen. Also mit Vorsatz oder Absicht habe ich das jetzt nicht getan. Ich habe im Augenwinkel irgendwas gelb gesehen, aber ja, dass es jetzt rot war, keine Ahnung. Ach naja, in der Regel ist es ja üblich, dass der Staat hier die arbeitende Bevölkerung abzockt, von daher alles gut. Ja, sind wir ja gewohnt. Sag mal, Sie sind natürlich jetzt frustriert, kann ich verstehen, wenn Sie jetzt letzte Woche schon mal ein Ticket gekriegt haben, ne, und jetzt natürlich wieder kontrolliert werden. Tja, gerade da haben wir die meisten Unfälle. Ja, Sie glauben gar nicht, wie viel da passiert hier in Dresden. Also, ja, das ist halt, wo viele aufeinandertreffen, passiert auch viel. Ja, und da muss man halt ein kleines bisschen mehr Rücksicht nehmen. Es wird ja auch immer mehr Verkehr, das muss man dazu sagen. Ja. Okay, einfach mal in sich gehen, wirken lassen. Und dann werden Sie schauen, dass es vielleicht das nächste Mal besser ist, auf die Bremse zu treten. So, Herr Zulassung, Ausweis. Ja. Ja. Und der Führerschein. Wegen TÜV kümmern Sie sich? Ja. Haben Sie ja versprochen? Genau. Haben Sie auch schon bezahlt? Gut, okay. Die Frage, wie komme ich jetzt hier raus? Sie wollen wieder geradeaus weiter. Einfach hier drehen, der Kollege würde Sie dann hier vorne rauslassen. Okay, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, tschüss. Ja.